Am Freitag machte wieder das DFB-Mobil beim SV Großgrimma einen Stopp, um die beiden Mannschaften der F- und der E-Jugend zu trainieren. 39 Kinder und ihre Betreuer waren gespannt, was sich die beiden DFB-Trainer Andreas Günther und Manuel da Silva diesmal einfallen lassen würden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Technik wurden die Kids in gleichstarke Mannschaften aufgeteilt und die Betreuer bekamen eine kleine Einweisung, wie das Training an dem Tag ablaufen wird. Danach ging es auch schon mit einem Aufwärmtraining los. Kindertypisches Fangen war angesagt. Für die Betreuer gar nicht so leicht, die Steppkes einzufangen. Hauptaugenmerk an diesem Tag war den Nachwuchskickern das Gefühl für den Ball zu vermitteln. Dafür stand Dribbling der besonderen Art auf dem Programm. Nach einer anderthalben Stunde praktischen Trainings auf dem Rasen ging es für die Trainer und Betreuer noch in den Unterrichtsraum, wo Andreas Günther und Manuel da Silva den Trainern und Betreuern noch einige wichtige Hinweise und Tipps für ein erfolgreiches Fußballtraining mit den Nachwuchskickern gaben.